Guten Tag und herzlich willkommen zu der digitalen Expert-Session von Köln Business zum Thema Forschungszulagengesetz, steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung. Mein Name ist Dr. Dorit Meyer und ich leite Sie heute als Moderatorin durch unsere circa einstündige Expert-Session. Ich bin bei Köln Business in der Abteilung Business Development tätig und berate dort Unternehmen zu öffentlichen Förderprogrammen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute zugeschaltet haben. Wie Sie für Ihre Forschungsvorhaben eine steuerliche Zulage in der Höhe von bis zu 1 Million Euro pro Wirtschaftsjahr beantragen können und das sogar noch rückwirkend für 2020, das erfahren Sie heute hier bei uns. Ein paar Worte zu uns. Köln Business ist die Wirtschaftsförderung der Stadt Köln und eine städtische Tochtergesellschaft. Wir sind erster Ansprechpartner für Unternehmen und Gründer am Standort Köln und bieten professionelle Unterstützung zu unterschiedlichsten Anliegen, beispielsweise Existenzgründung, Unternehmensexpansion, Ansiedlung, Förderung und Vernetzung. Ausführliche Informationen über unser Serviceangebot sowie auch Informationen zu den Hilfen, die wir Unternehmen in den Corona-Zeiten bieten, die finden Sie auf unserer Homepage köln.business. Mit den Expert-Sessions der Köln Business halten wir Sie mit hochkarätigen Referenten über aktuelle Wirtschaftsthemen auf dem Laufenden. Zum Beispiel über die vielfältigen Auswirkungen des Coronavirus auf die Geschäftswelt, wie zum Beispiel in den letzten Expert-Sessions, oder aber wie heute über die neuen Möglichkeiten und Chancen, die Ihnen das Forschungszulagengesetz bietet. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir zu diesem Thema einen ausgewiesenen Experten als Referenten gewinnen konnten. Herr Sergej Paveljew ist Projektleiter und Experte für Innovation und Fördermittel bei Zenit, dem Zentrum für Innovation und Technik in NRW. Im Auftrag von EU, Bund und Land unterstützt Zenit Unternehmen und Hochschulen bei ihren Innovations- und Internationalisierungsaktivitäten. Welche Unternehmen wie vom Forschungszulagengesetz profitieren können und wie die formelle Beantragung bei der Bescheinigungsstelle und die Abwicklung beim Finanzamt vonstatten gehen, das erfahren wir gleich in einem 40-minütigen Vortrag von Herrn Paveljew. Er ist uns aus Mülheim an der Ruhr zugeschaltet. Während der Präsentation können Sie gerne Ihre Fragen in die Fragenfunktion unseres Videoprogramms eintragen und ich möchte Ihnen dringend empfehlen, die Gelegenheit zu nutzen, dass Sie einen Experten zu dem Thema mit Ihren Fragen löchern können. Wir werden dann im Nachhinein Ihre Fragen aufgreifen und Herr Paveljew wird sie beantworten. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Paveljew. Damit übergebe ich das Wort an Sie. Schöne Grüße in die Runde. Sergej Paveljew, mein Name. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Meyer, für die herzliche Begrüßung und für die netten einleitenden Worte. Und ja, es ist mir eine Freude, Ihnen heute die steuerliche Forschungsförderung zu skizzieren. Ich bin Innovationsberater bei der Zenit, dem Zentrum für Innovation und Technik. Und ja, seit jeher begleiten und betreuen wir Innovations- und Technologietransfervorhaben von Unternehmen. Und seit jeher ist bei diesen Unternehmungen auch die Thematik der Finanzierung dieser Aktivitäten ein sehr wichtiger Baustein. Insofern gibt es jetzt auch ein New Kid on the Block im Förderdschungel, die steuerliche F&E-Förderung. Und wenn Ihr Unternehmen sich mit neuen Produkten, neuen Verfahren, neuen Dienstleistungen befasst, dann sollten Sie sich definitiv mit diesem Thema befassen, denn es hat einige sehr knackige Neuerungen in diesem Programm, die es so in vergleichbarer Weise in der deutschen Förderlandschaft noch nicht gegeben hat. Die Skizzierung des Programms werde ich anhand von drei Bausteinen vornehmen. Und zwar zum einen werde ich Ihnen den Förderrahmen, die Förderkondition vorstellen. Ich werde Ihnen die Anforderungen an die Vorhaben vorstellen mit einem kleinen Exkurs in die technologische Forschung und Entwicklung, um es ein bisschen haptischer, um es ein bisschen greifbarer zu machen, was dort konkret gefördert werden könnte. Und natürlich werde ich auch auf das Antragsprozedere eingehen. Im Nachgang gehe ich natürlich sehr, sehr gerne auf Ihre Fragen ein. Zum Hintergrund des Programms, die steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung bzw. das dahinterliegende Forschungszulagengesetz ist seit dem 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Und ab dann gilt auch das Förderinstrument, gelten auch die Förderbedingungen. Es ist natürlich nicht von einem Tag auf den anderen vom Himmel gefallen, sondern es gibt im Prinzip eine jahrzehntelange Diskussion um die
steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderinstrumente. Und die Bundesrepublik war tatsächlich einer der wenigen Länder, wo es noch keine steuerliche F&E-Förderung gab. Es ist inzwischen auch von der Wettbewerbshüterin EU-Kommission notifiziert worden, sodass das tatsächlich auch in Kraft ist und seine Wirkung entfalten kann. Die Wirkung, die es entfalten soll, ja, die Zielsetzung dieser Maßnahme ist das Ankurbeln von privaten Investitionen in Forschung und Entwicklung, aus denen dann Innovationen und dann wiederum natürlich Wohlstandseffekte sich ergeben sollen. Ob dieses Instrument diese Wirkung entfalten kann, wird sich natürlich noch zeigen, aber der Grundstein ist gelegt. In vielen anderen Ländern wird die steuerliche F&E-Förderung per Gießkannenprinzip ausgeschüttet. Bei uns in der Bundesrepublik hat man sich am bewährten Prinzip der Projektförderung orientiert. Und darauf werde ich natürlich gleich auch noch eingehen, sodass der Grundstein für wirklich spezifische Forschungs- und Entwicklungsförderung aktuell gelegt ist, ja, von der Struktur des Ganzen. Und die Förderlandschaft durch das Forschungszulagengesetz ist tatsächlich durch eine recht neuartige Förderlogik ergänzt worden. Ein ganz, ganz wesentlicher neuer Baustein in diesem Instrument, im Unterschied zu allen anderen Zuschussinstrumenten im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation und aber auch Digitalisierung, ist, dass es einen Rechtsanspruch auf die Forschungszulage gibt. Das bedeutet, dass sobald der Tatbestand erfüllt ist bei einem anspruchsberechtigten Unternehmen, sie auch einen Rechtsanspruch schon haben. Ja? Das heißt, sogar einen Rechtsanspruch haben, bevor sie den überhaupt beantragt haben. Dieser Rechtsanspruch und die Anspruchsberechtigkeit besteht bei allen in Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen im Sinne des Einkommen-Körperschaftssteuerrechts, unabhängig von der Größe, unabhängig vom Alter, der Rechtsform und der Branche. Ja, das heißt, es ist ein sehr, sehr breites Instrument, was ebenfalls recht ungewöhnlich ist. Also es gibt da nur noch sehr, sehr wenige Instrumente, die auf diese Kondition eingehen könnten. Und es ist wirklich so weit hundertprozentig bottom-up, wie man nur bottom-up sein kann als Förderprogramm. Denn es gibt kein Wettbewerbsverfahren. Ja, das heißt, Sie müssen hier nicht in einen Wettbewerb gehen, um die besten Anträge, um die beste Lösung für eine konkrete Herausforderung. Ja, es gibt keine Themeneingrenzung. Es gibt also keine fachlichen, technologischen oder sonstigen Anforderungen, die an die Projekte gestellt werden. Es gibt keine Deadlines, also keine Stichtage, keinen Zeitdruck. Das Einzige, was es gibt, ist die steuerrechtliche Verjährung, die erst nach 4 Jahren eintritt, nach dem Jahr, in dem der Anspruch entstanden ist. Und es gibt auch keine Deckelung des Programmbudgets. Ja, das heißt, es wird permanent über die entsprechenden Steuereinnahmen gefüllt. Ein weiterer spannender Punkt ist, dass ein sofortiger Maßnahmenbeginn möglich ist und auch eine rückwirkende Projektförderung. Frau Dr. Meyer hat das schon erwähnt. Sie können alle Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die nach dem 01.01.2020 begonnen wurden, sich auch noch rückwirkend bezuschussen lassen. Und ein weiterer Vorteil für unternehmerische Forschung und Entwicklung ist, dass sie keine Verpflichtungen von bezüglich Ergebnisverwertung haben. Also Sie müssen keine Endberichte publizieren, Sie müssen nicht mit einem Logo zur Förderung bei Ihren Projekten auftreten und Sie müssen auch nicht, wie es in anderen Förderprogrammen ist, wenn Sie beispielsweise nach AZK des BMBF gefördert werden, einem interessierten Fachpublikum Ihre Forschungsergebnisse zur Verfügung stellen. Ja, das ist natürlich mit großen Vorteilen behaftet, was ihre eigene Geheimhaltung und ihre eigene Verwertungsstrategie angeht. Kommen wir zu den Förderkonditionen. Im Wesentlichen gibt es zwei Aufwendungsposten, die förderfähig sind. Auf der einen Seite sind es die internen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen für ihre Löhne und Gehälter im Sinne von Arbeitnehmer-Bruttogehältern plus die Zukunftssicherungszahlungen des Arbeitgebers. Das heißt, hier fließen alle
unmittelbar mit der Forschung und Entwicklung betrauten Mitarbeitergehälter anteilig natürlich ihrer Aufgabe innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsprojekte in die Förderung ein. Und auf der anderen Seite als zweiten Aufwendungsposten gibt es Aufwendungen für externe Forschungs- und Entwicklungsaufträge. Forschungs- und Entwicklungsaufträge, die im europäischen Wirtschaftsraum vergeben werden. Die internen Aufwendungsposten, also das heißt die Aufwendungen, die Sie unmittelbar in Forschungs- und Entwicklungsprojekten durch Gehälter Ihrer mit F&E betrauten Mitarbeiter haben, fließen zu 100% und die Aufwendungen für externe Forschungs- und Entwicklungsaufträge fließen zu 60% in die sogenannte Bemessungsgrundlage. Ja, die Bemessungsgrundlage ist aktuell auf 4 Millionen Euro per anno gedeckelt. Ja, das gilt noch bis 30.06.26 und ab Juni letzten Jahres. Danach ist die wieder auf 2 Millionen Euro gedeckelt. Das ist nämlich das, was im Gesetz festgelegt ist, die 2 Millionen Euro. Und die 4 Millionen Euro sind im Rahmen des Corona-Hilfspakets, Steuerhilfsgesetzes der Bundesrepublik im Prinzip aufgepumpt worden, sodass unter mehr Liquidität den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden kann. Auf diese Bemessungsgrundlage, in die die internen und die externen Aufwendungen eingeflossen sind, ja, die internen zu 100% und die externen, also die Rechnungen, die Rechnungshöhe für die externe Forschungs- und Entwicklungsdienstleistung zu 60% eingeflossen ist, wird dann mit einer 25%igen Beihilfeintensität bezuschusst. Was natürlich bedeutet, dass Sie aktuell maximal 1 Million Euro Zulage beziehungsweise außerhalb der Sonderkonditionen maximal 500.000 Euro jährliche Forschungszulage erhalten können. Ja, das ist im Prinzip die echte Zulage, die dem Vermögen des Unternehmens zufließt und auch nicht mehr versteuert wird. Natürlich sind an die Vorhaben, an die Aktionen, an die Aktivitäten, Maßnahmen der Unternehmen bestimmte Anforderungen gestellt. Zum einen haben wir dort die wesentlichen Kernkriterien der Forschung und Entwicklung, bei der man sich am sogenannten Frascati-Handbuch der OECD orientiert hat. Das ist auf der einen Seite die Neuartigkeit, also das Vorhaben muss auf die Gewinnung neuer Erkenntnisse abzielen. Das ist des Weiteren muss es schöpferisch sein, also es muss natürlich mit originären, mit nicht auf der Hand liegenden und jeden bekannten Ansätzen hantiert werden. Es muss systematisch sein, also einem Plan folgen und budgetierbar sein. Es muss ungewiss sein, ein sehr wichtiger Punkt, also es müssen Unsicherheiten in Bezug auf das Endergebnis bestehen und es muss wiederholbar, übertragbar, reproduzierbar, ja, in einer ähnlichen Konstellation sein. Das heißt, es müssen Merkmale der Reproduzierbarkeit vorgewiesen werden können. Es darf nicht so sein, dass etwas zufälligerweise entdeckt wurde und dann als Forschung und Entwicklung deklariert wird. All diese fünf Merkmale müssen auf ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zutreffen, damit es im Sinne des Forschungszulagengesetzes förderfähig ist, ja. Wenn eins davon nicht zutrifft, scheidet man im Prinzip aus. Weitere Anforderungen an Vorhaben sind im Prinzip eine Art Anforderungen an eine normale Projektform. Ja? Also es muss sich um konkrete, spezifische Vorhaben handeln. Also beispielsweise, was regelmäßig in Großunternehmen passiert, dass in der Vorentwicklung beispielsweise an bestimmten Themenfeldern geforscht wird. Das wäre hier nicht förderfähig, wenn es nicht in eine Projektform gegossen wird. Ja, das heißt natürlich für Sie, Sie müssen die Projekte schon konkret definieren. Ja. Das heißt, es müssen also genau definierte, unteilbare Aufgaben ökonomischer, wissenschaftlicher, technischer Art mit klar festgelegten Zielen sein. Es müssen konkrete, geplante Tätigkeiten, die zur Erreichung dieser Ziele durchzuführen sind und konkrete Vorhaben, anhand derer die Ergebnisse dieser Tätigkeiten festgestellt und mit einschlägigen Zielen verglichen werden können, festgelegt werden. Ja. Und das Vorhaben kann aus Arbeitspaketen, aus Entwicklungsmeilensteinen, aus unterschiedlichen Tätigkeiten und auch mehreren Forschungs- und Entwicklungsaufträgen bestehen. Ja, wichtig ist, es muss eine Art Projektform sein.
Eine weitere Anforderung ist, dass sich die Vorhaben in eine der drei Forschungs- und Entwicklungskategorien einordnen lassen muss. In eine oder mehrere davon. Entweder in die Grundlagenforschung, was natürlich bei Unternehmen normalerweise nicht der Fall sein sollte, also experimentelle theoretische Arbeiten ohne direkte kommerzielle Anwendungsszenarien, die dort verfolgt werden. In die industrielle Forschung, wo immer noch experimentell, theoretisch, aber planmäßig geforscht und entwickelt wird und neue Erkenntnisse und Fertigkeiten gewonnen werden, aber die schon eine Zielsetzung haben, in bestimmten Anwendungsfeldern bestimmte Probleme zu lösen. Ja. Oder in die experimentelle Entwicklung, wo dann Ergebnisse aus Grundlagenforschung, aus der industriellen Forschung, wo bestimmte technologisches Know-how oder IP miteinander kombiniert werden, neuartig miteinander in neue Anwendungsfeldern gefügt werden, wo Wissen kombiniert, gestaltet, genutzt wird, technischer, wissenschaftlicher Art und wo wirklich ganz konkrete Anwendungsprobleme in einer bestimmten Branche, in einer bestimmten Anwendungsnische gelöst werden sollen, ja, mit einer innovativen, konkreten Lösung. Und um in diese Thematik der konkreten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben einmal anhand von Beispielen zu skizzieren, würde ich gerne das Beispiel auf zwei Beispiele eingehen. Auf der einen Seite das Themenfeld der künstlichen Intelligenz und auf der anderen Seite ein etwas haptischeres Thema, nämlich die chemische Verfahrenstechnik. Und wenn Sie sich die Forschungs- und Entwicklungskategorien einmal vor Augen führen, kann man sie sich im Prinzip als eine Art, im übertragenen Sinn, als eine Art Trichter vorstellen. Ja, das heißt, Sie haben hier oben im Trichter natürlich eine ganz breite Spannweite noch an möglichen Anwendungsfeldern, in die es einfließen könnte, das, was Sie dort entwickeln, erforschen, und gehen dann rüber, wo es sich immer weiter verjüngt in die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung, und gehen dann in die experimentelle Lösungsentwicklung, und am Ende kommt dann ein finales Produkt raus, was dann natürlich dann aber nicht mehr förderfähig ist. Und im Bereich der künstlichen Intelligenz sprechen wir in der Grundlagenforschung beispielsweise von Themenfeldern, die sich noch nicht unbedingt mit der KI-Thematik befassen müssen, aber es sind dann Gebiete der angewandten Mathematik, sind Gebiete der Kryptographie, der Signalverarbeitung, Gebiete der Logik und der Wissensrepräsentation. Aber es können natürlich auch physikalische, technische Gebiete sein im Bereich von Nanotechnologien, wo man bestimmte Graphenforschung betreibt, die dann wiederum einfließen kann in die angewandte Forschung im Bereich der Sensorik und Aktorikentwicklung. Ja? Das heißt, wenn wir hier dann angewandte KI-Forschung haben, dann reden wir beispielsweise von Ableitung formalen Aussagen aus logischen Ausdrücken. Wir sprechen von bestimmten Methodiken zur Modellierung und Erhebung von Wissen, Methodiken zur zur Musteranalyse und zur Mustererkennung aus großen Datenmengen. Wir sprechen von Methoden, die Mensch-Maschine-Interaktion befördern können, also Analyse von Gestik und Spracherkennung. Und beispielsweise, wenn wir jetzt wieder auf das Beispiel von Sensorik, Aktorik eingehen, dass wir auf Wissen aus der Logik und Wissen aus der Mikromechanik und Nanomechanik eingehen und diese kombinieren, um neue Sensor- und Aktortechnologien zu entwickeln, die wiederum natürlich notwendig sind, wenn wir von industriellen KI-Anwendungen sprechen. Und bei der experimentellen Entwicklung, ja, von KI-basierten Lösungen, dann sprechen wir tatsächlich schon von der Entwicklung von bestimmten prototypischen, von Demonstrationen von konkreten Lösungen, beispielsweise in Bereichen des vorausschauenden Wartungsmanagementsystems. Ja, wenn wir jetzt von der Thermoplastindustrie sprechen, sind natürlich diese experimentellen Entwicklungen, wenn wir von einer Anlage, die polymerisiert, natürlich an ganz andere Bedingungen geknüpft und ganz andere technologische Herausforderungen an Sensorauslegung, an die Daten, an die Datenspreizung, an die Datenauswertung, als wenn wir beispielsweise hier von einer Spritzgussmaschine sprechen.
Ja, das sind natürlich sehr, sehr regelmäßige aktuelle Themen, das Predictive Maintenance in industriellen Anwendungen, wo KI-basierte Lösungen zum Tragen kommen, um Maschinenstillzeiten und vor allem ungeplante Maschinenstillzeiten zu minimieren. Ja. Des Weiteren gibt es natürlich viele Anwendungsfelder im Bereich von Assistenzsystemen für Inline-Qualitätskontrolle, für automatisierte Prozessoptimierungssysteme, aber auch beispielsweise Chatbots für den Vertrieb, wirklich smarte Chatbots, die auf die Anforderungen und individuellen Bedürfnisse eines Kunden eingehen könnten, ja, die man dann prototypisch in einem experimentellen Entwicklungsprojekt demonstriert, natürlich erforscht und entwickelt, aber nichtsdestotrotz, hier wiederum werden immer, immer neue Wissen Anforderungen erfüllt. Wissenslücken geschlossen und neues Technologie-Know-how geschaffen. Beim Beispiel der chemischen Verfahrenstechnik gehe ich etwas eher auf den Bereich der technologischen Reifegrade ein. Die Forschungszulage operiert nicht mit den technologischen Reifegraden, aber es ist etwas, was in Ingenieurwissenschaft natürlich sehr, sehr handhabbar ist und zur Anwendung kommt, nämlich die Skalierung einer Technologie, einer technologischen Idee aus dem Labor in die großtechnische Anlage. Ja, man geht ja natürlich über bestimmte Entwicklungsschritte. Beispielsweise, wenn wir beim Labor anfangen, haben wir hier reproduzierbare Experimente im Labor, sind vor allem manuelle Aktivitäten am Reagenzglas, Simulationen, also numerische Aktivitäten. Wir sprechen hier von Arbeiten, die sich beispielsweise mit der Optimierung der Reaktion befassen, mit der Präzisierung von Grundverfahren, mit den ersten Spezifizierungsschritten des Equipments, Identifikation des Spektrums der charakteristischen Einsatzbedingungen und so weiter. Wenn wir das dann hochskalieren, aus dem Reagenzglas rausgehen in eine Mini-Plant, wo wir schon erste Prozesse haben, eine erste Automatisierung haben, ja, dann wird hier zum Beispiel der Prozesskonzept präzisiert. Die relevanten kinetischen und thermodynamischen Parameter werden hier tatsächlich experimentell schon validiert. Ja. Die Grundverfahren werden ebenfalls empirisch demonstriert. Mechanismen der Prozesskontrolle werden entwickelt und dann im Prinzip eine Beschreibung der Produkteigenschaften und des Prozesses definiert, die dann notwendig ist für eine Pilotanlage, die dann der nächste Skalierungsschritt wäre. Ja. Das heißt, in einem Aufbau, Demonstration und einer Regelwerkserstellung und einer Regelwerksüberführung in einem Technikum oder einer Pilotanlage werden dann die Grundverfahren integriert, werden die Reaktionen stabilisiert, Zielwerte, Prozessverfahren in einer Serienproduktion festgelegt und eine erste stabile Musterproduktion wird dort erfolgen. Ja, das heißt, wir sprechen hier immer noch von einem Bereich, wo sehr, sehr viele Unsicherheiten bestehen, wo man sehr, sehr viel mit Referenzen, mit Mustern arbeitet und sehr, sehr viel validiert werden muss. Ja. Und das ist ein Bereich, wo regelmäßig die Forschung und Entwicklung aufhört. Nämlich, wenn wir wieder zurückdenken an die Anforderungen, nämlich, dass immer noch Risiken bestehen, immer noch Neuheitscharakter bestehen muss. Denn wenn wir im Prinzip die Regelwerk einer Technologie erstellt haben, ja, in einer Pilotanlage validiert haben, dann ist das sehr, sehr unregelmäßig der Fall, dass in einer Demonstrationsanlage immer noch geforscht und entwickelt wird. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, aber natürlich sind dann in einer Demonstrationsanlage, die ja schon einen bestimmten Maßstab hat, nur dann förderfähig, wenn bestimmte Funktionsnachweise des Gesamtsystems immer noch notwendig sind, weil bestimmte Parameter auf dem Pilotanlagenmaßstab nicht technologisch validiert werden konnten. Und im nächsten Schritt einer großtechnischen Anlage ist natürlich in der Regel keine Förderung mehr möglich, weil dann läuft im Prinzip schon die marktfähige Serienfertigung und dann ist die Anlage in eine industrielle Wertschöpfungskette integriert. So viel zum Exkurs der technologischen Forschung und Entwicklung. Im Weiteren gehe ich gerne auf das Antragsverfahren ein. Es ist im Prinzip ein zweistufiges Antragsverfahren. Wir haben in der ersten Antragsstufe
den Antrag bei der sogenannten Bescheinigungsstelle Forschungszulage. Für jedes Vorhaben ist eine Bescheinigung und eine Prüfung, gesonderte Prüfung durch die BSFZ notwendig, wobei Sie in einem Antragsschub mehrere Vorhaben auch beantragen können. Sie können die Beantragung Ihrer Vorhaben sowohl vor als auch während, aber auch nach Abschluss des Projektes vornehmen. Ja, hier wiederum die bereits von mir erwähnte Verjährung, die zum Tragen kommen kann, aber ansonsten können Sie auch rückwirkend Projekte beantragen. Die Beantragung funktioniert voll elektronisch. Ja, dort geben Sie einige formale Angaben zu Ihrem Unternehmen an, natürlich die Kalkulation zu Ihrem Projekt und insgesamt 4000 Zeichen pro Vorhaben für eine konkrete Forschungs- und Entwicklungsbeschreibung. Die Entscheidung der BSFZ hinsichtlich der Förderfähigkeit wird dann eine Erklärung enthalten. Das heißt, sie wird begründet, warum sie bewilligt bzw. abgelehnt worden ist. Ja, und dann an den Antragsteller auch verschickt. Und sollte es eine positive Entscheidung geben, erfolgt dann auch ein sogenannter Grundlagenbescheid, der automatisch übermittelt wird an das für Sie zuständige Finanzamt. Ja, das ist im Prinzip dann die zweite Antragsstufe bei der Finanzverwaltung. Sobald dieser Grundlagenbescheid durch den automatischen Datentransfer bei Ihrem zuständigen Finanzamt vorliegt, können Sie beim Finanzamt in einem Elster-Formular die tatsächlich angefallenen förderfähigen Aufwendungen beantragen. Ja, das können Sie dann im Prinzip immer nur rückwirkend, dann, wenn diese Aufwendungen schon angefallen sind. Und die Zulage, die dann festgesetzt wird, entsprechend der Beantragung in Ihrem Formular, wird dann mit Ihrer nächsten festgesetzten Einkommen- oder Körperschaftssteuer verrechnet. Ja. Sollte die Zulage die Einkommen- oder Körperschaftssteuer übersteigen, erfolgt sogar eine Auszahlung. Ich werde nochmal ein wenig auf die Antragsmaske in einem ersten Antragsschritt eingehen, also Antrag auf Bescheinigung bei der BSFZ. Wir haben hier im Prinzip ein Antragsmanagement-Tool. Also es ist nicht nur eine Antragsmaske, sondern ein Antragsmanagement-Tool, was Sie nutzen können, wo Sie einmalig Ihre Unternehmensdaten hinterlegen, Daten zu Ihren verbundenen Unternehmen, zur Geschäftsstatistik und so weiter, wo Sie Benutzer anlegen und Sie dann immer wieder verwalten können und nicht nochmal neu anlegen müssen, um neue Anträge zu stellen. Aber natürlich können Sie hier dann im Prinzip eine ganze Reihe von Anträgen anlegen und sie updaten, verwalten, wenn sie noch nicht beantragt sind. Darauf gehe ich gerne etwas konkreter ein. Ja, bei der Beantragung eines neuen Antrags haben Sie eine Antragsmaske, wo Sie zum einen zunächst einmal auf die allgemeinen Angaben zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben eingehen können. Ja, das enthält den Titel des Vorhabens, enthält den geplanten Zeitraum des Vorhabens, die Disziplinen, auf die Sie dort eingehen können, wo Sie auch angeben, ob Sie dort Auftragsforschung betreiben werden, also ob Sie Aufträge vergeben oder ob Sie alles alleine in alleiniger Forschung und Entwicklung, eigenbetrieblicher Forschung und Entwicklung durchführen oder ob beides kombiniert werden kann. Ob das ein Vorhaben ist, was mit anderen Unternehmen in Kooperation durchgeführt wird. Dann geben Sie natürlich Ihren finanziellen Rahmen und Ihren personellen Rahmen ein und dort schlüsseln Sie den finanziellen und personellen Rahmen nach den entsprechenden Jahren auf. Also das heißt, per anno, in dem das Projekt läuft, wenn Sie es beispielsweise hier in 2020 bis 2022 eingegeben haben, würden Sie dann jeweils für das Jahr entsprechend die voraussichtlichen Aufwendungen oder bereits angefallene Aufwendungen, wenn Sie es rückwirkend machen, auch angeben. Etwas näher eingehen werde ich auf die inhaltlichen, fachlichen Aspekte, denn das ist das, was von der Bescheinigungsstelle grundsätzlich und schwerpunktmäßig geprüft wird. Die anderen Aspekte werden natürlich geprüft, aber auf Logik und Konsistenz und Plausibilität fachlich geprüft. In dem ersten Antragsschritt wird vor allem die Vorhabensbeschreibung. Dort haben Sie 5 Fragestellungen, auf die Sie konkret eingehen müssen. Ja, das sind die sogenannten fachlichen Angaben. Auf der einen
Seite. Also als allererstes gehen Sie dort auf die Zielstellung bzw. das Forschungsentwicklungsziel Ihres Vorhabens ein, wo Sie 800 Zeichen Platz für haben. Und das ist eine Frage, wo Sie eine Anwendungsnische skizzieren sollten, ein konkretes, noch nicht adäquat gelöstes Probleme in einer bestimmten Anwendungsnische, in einer bestimmten Branche skizzieren sollten und dann den Vorschlag ihrer Lösungsidee, quasi die technische, in Ihrem Falle natürlich, weil wir hier von technologischer Innovation sprechen, Zielsetzung, die Sie in Ihrem Projekt entsprechend dann auch verfolgen. Ja? Also eine Lösung für eine konkrete funktionale Problemstellung beispielsweise. Bei der zweiten Frage werden Sie auf die Beschreibung der Arbeiten, der Tätigkeiten eingehen müssen. Ja, das heißt, was man hier lesen will, sind konkrete Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die Sie durchführen möchten. Ja, also es müssen konkrete forschende, entwickelnde Maßnahmen sein, hin zur Lösung einer konkreten Problemstellung, die Sie ja vorher definiert haben, hin zur Schließung einer konkreten technischen, wissenschaftlichen Lücke, einer Fähigkeitslücke, hin zu Erlangen von neuem Wissen. Ja, idealerweise wird diese Beschreibung auch methodisch untermauert sein. Natürlich ist das herausfordernd, das in 800 Zeichen zu machen. Deswegen sollten Sie sich nur auf die Kernelemente beschränken und versuchen, idealerweise einen roten Faden in diese aufeinander im Prinzip aufbauenden Fragestellungen zu bringen, damit die Gutachter, die dieses Vorhaben lesen und ihr Unternehmen nicht kennen, ihre Aktivitäten nicht kennen, es nachvollziehen können und auch bewerten können. Die dritte Fragestellung bezieht sich auf den Stand der Technik bzw. den Forschungs- und Entwicklungsstand in Ihrer Branche, in Ihrem Wirtschaftszweig. Das ist im Prinzip das, wo Sie auf den Neuheitscharakter ihres Projektes, ihres Vorhabens eingehen würden. Ja, das heißt, Sie müssen hier identifizieren, was es für Lösungen von der Stange gibt, die Sie ja eingangs in der Zielstellung als nicht adäquat quasi schon angerissen hatten und dann darauf eingehen, wie Sie sich von diesen aktuellen Lösungen, aktuellen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vielleicht, die bekannt sind und die öffentlich sind, gerade passieren, abgrenzen. Ja, Sie müssen Ihre neue Idee von dieser Aktualität, vom Stand der Technik abgrenzen können. Ja, um den Neuheitscharakter dort nachzuweisen. Dann müssen Sie das Vorhaben von Routinearbeiten in Ihrem Unternehmen auch abgrenzen. Also es darf ja nicht so sein, dass das routinemäßige Produktverbesserungen sind, dass das routinemäßige kleine Verbesserungen in der Qualität sind, sondern oder routinemäßige Bearbeitung von marktfähigen Produkten, sondern es muss sich davon abgrenzen, was Sie operativ routinemäßig durchführen. Natürlich muss es dann aber auch einen Bezug haben zu Ihren Produkten, zu Ihren Fertigkeiten, zu Ihren Fähigkeiten, aber nicht den Kern Ihrer operativen Aktivität darstellen, wenn wir von den Maßnahmen sprechen, sondern sich davon abgrenzen, also außerroutinemäßig außerordentlich sein. Denn nur dann ist das natürlich eine risikobehaftete Forschung und Entwicklung. Ja. Unternehmen, die routinemäßig und hauptsächlich Forschung und Entwicklung betreiben, sind in der Regel keine Unternehmen, sondern Forschungseinrichtungen. Und ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt sind wissenschaftliche, technische Risiken bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen. Ja, Sie beziehen sich auch hier auf die Tätigkeiten, auf die Sie im Vorgang eingegangen sind, um innerhalb dieser Tätigkeiten, innerhalb dieser Entwicklungsmeilensteine sollten technologische, konkrete Risiken vorzufinden sein. Also wir sprechen hier von wirklich technischen, physikalischen oder anderweitig metrisch darstellbaren Dilemmata. Sie werden sich ja in der Forschung und Entwicklung in bestimmten Grenzbereichen bewegen, werkstofftechnischen Geschwindigkeiten, Atmosphäre etc., Verarbeitungsgeschwindigkeiten, wo bestimmte Risiken auftauchen und wo ein realistisches Szenario
darstellbar ist, dass das Projekt aufgrund der Risiken auch scheitert. Also wir sprechen hier wirklich konkret von Sollbruchstellen oder Abbruchkriterien in einem Projekt, die sich hier niederschreiben sollten oder zumindest wirklich skizzieren, ausgehend von dem, was Sie vorher angebracht haben, damit es einfach insgesamt einen roten Faden hat. Ja. Es ist, wie gesagt, natürlich herausfordernd. Für jede dieser Fragestellungen haben Sie 800 Zeichen Platz, inklusive Leerzeichen. Insofern sollten Sie sich wirklich auf das Wesentliche beschränken und versuchen, da einen roten Faden reinzubringen. Zusätzlich können Sie noch maximal drei Anhänge, also für grafische Erläuterung, technische Zeichnungen, Skizzen, Bilder anhängen, um bestimmte erklärungsbedürftige Technologien, Prozesse, Verfahren etc. Darzustellen, um sie nachvollziehbar zu machen für die Gutachter. Noch ergänzend, dieses Projekt und diese Vorhabensbeschreibung wird dann entsprechend Ihre Angaben hinsichtlich der Disziplinen, in der es stattfindet, von den fachlich qualifizierten Gutachtern geprüft bei der Bescheinigungsstelle. Es wird im Vier-Augen-Prinzip erfolgen. Und das heißt, dass Sie dort zwei unabhängig voneinander begutachtende Personen haben, die Ihr Projekt bewerten werden. Zum Schluss komme ich noch zu Empfehlungen. Das heißt, wenn Sie diese Vorhabensbeschreibung abgeschlossen haben, diese Kalkulation und Planungsinhalte zu Ihrem Projekt dargestellt haben, dann erfüllen Sie im Prinzip schon die erste Empfehlung, nämlich, dass Sie ein konkretes Projekt definiert haben. Ja? Das heißt, wenn Sie aktuell an bestimmten Themen forschen, entwickeln, wenn Sie an bestimmten Themenfeldern Entwicklung betreiben, wenn Sie regelmäßig sich mit Trial and Error befassen und Forschungszulage in Anspruch nehmen möchten, ja, dann bitte fassen Sie es in konkrete Projekte. Ja. Hinterlegen Sie es mit einer Kostenstelle, hinterlegen Sie es mit konkreten Zielen, machen Sie das zu einer Projektform. Natürlich sollten Sie dann entsprechend ein Dokumentationswesen aufbauen. Ja. Zumindest ein planerisches Berichtswesen, wo Sie Personalkosten festhalten werden beispielsweise, wo sie Zeiten aufschreiben, wobei auch die Vertrauensarbeitszeit in der Forschungszulage legitim ist. Das heißt, Sie müssen nicht jeden Tag Stunde für Stunde aufschreiben. Und Sie müssen natürlich auch nicht übermonitoren. Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich für Forschungs- und Entwicklungsprojekte, zumindest ein rudimentäres Forschungs- und Entwicklungsmanagement oder ein Berichtswesen aufzubauen, um es zielführenderweise auch berichten zu können, um es zu monitoren, um es vergleichbar zu machen, um auch für ihre internen Zwecke die Erfolge und Misserfolge in der Forschung und Entwicklung zu monitoren und zu kontrollieren, aber natürlich obligatorisch, um es einfach auch entsprechend vorzuhalten für eine mögliche Prüfung. Natürlich sollten Sie, ja, die Forschungszulage ist ein spannendes Instrument, aber natürlich sollten Sie auch die Chancen bei Alternativprogrammen ebenfalls im Blick behalten. Ne? Denn sobald Sie Projekte, vor allem die Sie in der Pipeline haben, denn alles, was Sie natürlich rückwirkend gemacht haben, geht nur in der steuerlichen F&E-Förderung, aber alles, was Sie in der Pipeline haben und was Sie in eine Projektform gießen können, könnte bei anderen Programmen mit einer attraktiveren Beihilfeintensität, mit einer breiteren Palette an aufwendungsfähigen Kostenposten lukrativer für Sie ausfallen. Ja? Auch wenn das natürlich wiederum mit anderen Nachteilen und mit anderen Chancen und Risiken verbunden sein wird. Ja, aber die Alternativprogramme sollte man ebenfalls im Blick behalten. Und was ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte, ist, wenden Sie sich an die öffentlichen Beratungsstellen, ja, an die Kolleginnen und Kollegen von Köln Business natürlich, an die Innovationsberater der Wirtschaftsförderung, der IHKs, an die Technologietransferstellen von Hochschulen. Es gibt inzwischen ein sehr, sehr breites und engmaschiges Netzwerk an öffentlichen Beratungsstellen im Bereich Innovation und Fördermittel in Nordrhein-Westfalen vor allem, unter anderem durch auch das Engagement im Netzwerk Innovationspartner auch weiter ausgebaut worden ist.
Und wenn es sehr komplex ist, wenn es sehr spezifisch ist, wird es auch regelmäßig so sein, dass sich die Kollegen auch an spezialisierte öffentlich-private Agenturen wie die Zenit, die Innovationsagentur des Landes Nordrhein-Westfalen, wenden wird. Und wir können sie wirklich dann vertiefend unterstützen, ihnen unter die Arme greifen, bei der Prüfung ihrer Aktivitäten auf Förderfähigkeit, also auch bei der Eignungsprüfung, auch bei der Projektentwicklung, Initiierung, auch Antragsgestaltung. Beim Aufbau des Innovations- und F&E-Managements, aber auch bei der Suche und dem Aufbau von Kontakten zu komplementären Technologie- und Forschungs- und Entwicklungspartnern. So viel von mir. Jetzt stehe ich sehr gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Natürlich hier in dieser Runde sehr gerne für Ihre Fragen zur Verfügung, aber auch im Nachgang für vertrauliche Orientierungsgespräche. Da können ja auch Termine vergeben werden. Die Frau Dr. Meyer hatte es erwähnt. Da gehen wir gerne auch mit Ihnen in spezifische, vertrauliche Fragestellungen, die Sie haben, versuchen, diese auch aufzulösen. Ja, vielen Dank, Herr Paveljew. Damit haben Sie schon viele sehr, sehr spannende Punkte thematisiert. Uns haben auch viele Zuschauerfragen in der Zwischenzeit erreicht. Einige kann man ein bisschen bündeln. Zum einen die Frage, besteht auch Anspruch für Freiberufler? Beziehungsweise von einem anderen Teilnehmer, können Aufwendungen für Freelancer beziehungsweise Berater, die an dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt mitarbeiten, auch berücksichtigt werden? Wenn ja, wie? Ja, also das sind ja zwei unterschiedliche Fragestellungen. Wir haben auf der einen Seite Freiberufler, ja, das heißt, die könnten im Prinzip als Einzelunternehmung, wenn die steuerpflichtig sind, ebenfalls davon profitieren, wenn die Forschung und Entwicklung betreiben. Das würde bedeuten, dass sie dabei natürlich dann nicht ihr Gehalt, was sie ja nicht beziehen, ansetzen würden, sondern es würde dann nach der sogenannten De Minimis-Regelung gefördert werden, wo dann pauschal mit 40 Euro pro Stunde und maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche eine Bemessungsgrundlage geschaffen werden kann. Die zweite Frage, ob Freelancer oder externe Berater, die in Forschung und Entwicklung involviert sind, ebenfalls bezuschusst werden können, das ist ein bisschen problematisch. Natürlich, wenn der externe Dienstleister eine Rechnung ausstellt, die den Forschungs- und Entwicklungskriterien entspricht. Ja, wenn Sie einen externen Einzeltäter, sage ich mal, einen Berater haben, der für Sie Forschung und Entwicklung betreibt und Ihnen entsprechend eine Rechnung stellt, die dann wiederum zu 60% in die Bemessungsgrundlage fließen würde, ja, dann wäre es förderfähig. Aber ansonsten sind Honorarkräfte, Berater nicht förderfähig im Sinne des Forschungszulagengesetzes, sondern nur bei Ihnen beschäftigte Personal. Prima, Dankeschön. Die nächste Frage, ist es möglich, ein Teilprojekt, Beginn nach 1.1. eines langjährigen Forschungsschwerpunkts seit 2015 im Rahmen der Förderung anzusetzen? Wenn ja, wer würde dies prüfen, Bescheidstelle oder Finanzamt? Und wie müsste dies belegt werden, sofern es bis dato keine Erfordernis zur dezidierten Projektplanung innerhalb des Schwerpunkts gab? Ja, also wenn Sie in einem größeren Forschungsthema, ja, unterschiedliche spezifische und die Anforderungen bin ich eingegangen, in budgetierbare technologische Fragestellungen im Rahmen von Projektform beantworten können und beantworten müssen, ja, dann obliegt es an Ihnen, daraus Projekte zu definieren. Ja, es ist natürlich möglich, in einem breiten Thema, in einem breiten Gebiet konkrete Unterprojekte zu definieren. Es ist möglich. Natürlich muss es wiederum den Anforderungen gerecht werden. Also es muss neues technologisches Wissen geschaffen werden. Es muss einen Neuheitscharakter haben. Es muss risikobehaftet sein. Jeweils für sich als geschlossenes Projekt. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann ist es möglich. Ja, ist es grundsätzlich möglich. Und prüfen, ob das im Zusammenhang mit einer größeren Projektfamilie zusammenhängt. Ja, wenn Sie es nirgendwo anders bezuschusst lassen haben und nirgendwo anders anderweitig beantragen als Projektfamilie, wird es in der Regel niemand, ja, sondern nur das spezifische Projekt, was dann beantragt wird. Und natürlich ist das möglich, dass ein Projekt, wo beispielsweise eine Durchführbarkeits- und Vorstudien gelaufen sind vor 2020, dann mit einem konkreten Lastenheft eines Projektes oder einem konkreten Pflichtenheft, wenn wir tatsächlich in die wirklich ganz konkrete Entwicklung gehen, dann erst
per Definition in 2020 startet. Ja, wenn sie dann erst die Projekt, wenn es dann erst die Projektform von Ihnen bekommt. Aber wie gesagt, es ist dann wichtig natürlich, dass die Aktivitäten, die gefördert werden sollen, denn es geht ja nicht darum, das Projekt als irgendein diffuses Gebilde zu fördern, sondern es werden ja konkrete Maßnahmen, konkrete Aktivitäten gefördert. Das sind konkrete Aufträge, die Sie vergeben an externe Dienstleister und konkrete Aktivitäten, die Ihr mit Forschung und Entwicklung betrautes Personal durchführt. Das heißt, Personal, das an irgendwelchen Prüfmaschinen, Anlagen steht, das experimentiert, das Messreihen notiert und etc. Ja, wenn das gegeben ist und die Projektform gegeben ist, sich darstellen lässt, dann ist es grundsätzlich möglich. Also auch hier grünes Licht sozusagen. Dann haben wir einen weiteren Punkt. Würde bei einem Projekt zur Entwicklung zum Beispiel eines intelligenten Vertriebs-Chatbots ausreichend Unwägbarkeit bzw. Unsicherheit gegeben sein, um förderwürdig zu sein? Ja, also die Unwägbarkeit und die Unsicherheiten sind ja hochspezifisch. Ja. Wenn wir davon sprechen, dass Sie einen bestimmten Chatbot entwickeln möchten, ja, wir sprechen hier beispielsweise vom Natural Language Processing, ja, dann darf es natürlich nicht so sein, dass Sie die gängigen NLP-Technologien nehmen und die einfach nur verwenden, um sie dann mit Ihrer Webseite zu integrieren. Ja, das wäre nicht förderfähig. Es muss dann schon eine konkrete, anwendungsspezifische Herausforderung dahinter liegen. Wenn diese Herausforderung gegeben ist, ja, das kann ich natürlich jetzt nicht beantworten, das müssen Sie mir sagen. Ist das eine innovative Idee? Ist das eine innovative Anwendung einer bestimmten Technologie? Gibt es dort tatsächlich noch Forschungs- und Entwicklungs- und experimentellen Charakter, also Maßnahmen, die zur Validierung einer bestimmten Maßnahme erforderlich sind? Ja, wenn das gegeben ist, dann könnte es förderfähig sein. Ansonsten, also ich beziehe mich hier wiederum wirklich auf die Kriterien von Forschung und Entwicklung. Wenn die Kriterien der Forschung und Entwicklung zutreffen, wenn Sie das Projekt so definieren können und dort tatsächlich innerhalb der Maßnahmen, die Sie durchführen, zumindest experimentelle Maßnahmen sind, es müssen nicht unbedingt Forschende sein, dann könnte es ein förderfähiges Projekt sein. Prima. Gibt es Erfahrungswerte oder Empfehlungen, ab welchem Projektvolumina, aber auch ab welcher Betriebsgröße die Forschungs- und Entwicklungszulage ertragreich, ohne viel Overhead Hand zu haben ist? Ja, also das ist ja im Prinzip ein neues Instrument und je nach Betrieb, je nachdem wie ein Betrieb im F&E-Management aufgestellt ist, gibt es vielleicht an der Bagatellgrenze. Ich kann die jetzt nicht konkret beziffern. Ja. Die Antragstellung ist, wie Sie gesehen haben, recht übersichtlich. Ja. Im Vergleich zu anderen Förderprogrammen sprechen wir hier von 4000 Zeichen Prosa plus ein paar Angaben planerischer Art plus ein paar Angaben zu Formalien und zu Ihrem Unternehmen. Insofern ist der Aufwand der Antragstellung, sofern Sie fachlich natürlich dazu qualifiziert sind, diese zu erstellen, recht gering. Ja, wenn Sie natürlich erst mit der Forschung- und Entwicklungsthematik befassen müssen, wenn Sie sich erst einarbeiten müssen, wenn Sie erst ein Berichtswesen aufbauen müssen und wo Sie glauben, dass der Forschungs- und Entwicklungsaufwand, den Sie überhaupt haben per Anno, gar nicht so groß ist, als dass es sich lohnen wird, das Ganze aufzubauen, ja, dann ist es natürlich so. Aber das kann ich jetzt so pauschal nicht beantworten. Es gibt natürlich eine gewisse Bagatellgrenze, wo es sich nicht lohnt. Aber wenn Sie schon alleine bei 100.000 Euro per anno F&E-Aufwand, 25.000 Euro an reinem Vermögen, was dem Unternehmen zugutekommt, daran denken, dann müssen Sie natürlich überlegen, wie viel müssen Sie in marktfähigen Aktivitäten investieren, um 25.000 Euro Vermögen aufzubauen. Das heißt, es könnte sich schon lohnen. Da sind schon einige Tagewerke, die Sie da investieren können, um dieses Geld auch tatsächlich zu erhalten oder es im Prinzip im Unternehmen einzubehalten, es nicht an das Finanzamt abführen zu müssen. Also es kann sich schon auch bei niedrigen, auch ab 50.000 Euro lohnen. Schließt eine institutionelle Förderung durch das Land NRW eine Teilnahme an der Forschung und Entwicklungsförderung aus? Auch eine spannende Frage, wie ich finde. Also eine institutionelle Förderung einer Institution, ja, beispielsweise einer öffentlichen Einrichtung.
Also es ist im Prinzip natürlich so, dass niemals ein einzelner Euro zweimal bezuschusst werden kann. Ja, wenn Sie als eine bestimmte Organisation mit einem bestimmten Auftrag betraut sind, ja, dafür einen bestimmten Zuschuss bekommen, ja, also nicht projektspezifisch, sondern als Institution, wie es ja hier in der Frage gestellt worden ist, dann dürfen Sie natürlich keine Aktivitäten, für die Sie schon den öffentlichen Auftrag haben und institutionell gefördert werden, in der Forschungszulage geltend machen. Ja, das wäre eine Doppelförderung. Natürlich dürfen Sie auch nicht projektspezifische Fördermaßnahmen, die Sie von der öffentlichen Hand bekommen, ebenfalls durch die steuerliche Forschungsförderung sich bezuschussen lassen. Jeder Euro ist, jede Aufwendung, die Sie haben im Unternehmen, ist nur einmal förderfähig und auch ein Eigenanteil kann nicht nochmal bezuschusst werden durch die steuerliche F&E-Förderung. Welche Regeln gelten für GmbHs, die zum Teil steuerlich ideell tätig sind, aber auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben? Ja, also dazu gibt es im Prinzip keine Spezifizierung in der steuerlichen im Forschungszulagengesetz. Sobald ein Unternehmen voll oder teilweise Einkommen- oder Körperschaftsteuerpflichtig ist, also steuerpflichtig im Sinne des Einkommen- oder Körperschaftsteuergesetzes, sind sie im Prinzip antragsberechtigt. Ja, so viel kann ich sagen. Wie sieht es bei der Vorhabenbeschreibung, bei der Abgrenzung zur Routine bei Startups aus, die ja am Anfang nichts anderes machen, als nur zu entwickeln und wo es keine Routine gibt? Ja, auch Startups können von diesen Zuschüssen profitieren. Auch Startups, die bis dato ja noch gar keine Steuern abführen mussten im Sinne von Einkommen, Körperschaftssteuer, sind anspruchsberechtigt. Und auch Startups, bei denen der Forschungs- und Entwicklungsaufwand in der Regel deutlich höher ist als bei einem bestehenden Unternehmen, das ja natürlich vor allem operatives Geschäft hat und nur einen kleinen Baustein in den eigenen Aktivitäten sich als Forschung und Entwicklung deklarieren lässt. Startups sind ebenfalls förderfähig. Natürlich muss es aber nichtsdestotrotz eine Projektform geben. Ja, das heißt, es kann nicht sein, dass der Zweck eines Startups als sich gefördert wird, wenn es eine One-Product-Show ist sozusagen, ja, sondern es muss dann trotzdem eine Projektform bekommen. Ja, es muss eine metrisch messbare, budgetierbare und mit den entsprechenden Kriterien, auf die ich auch eingegangen bin, auch entsprechende auf ein entsprechendes spezifisches Vorhaben sein, das das Startup durchführt. Nicht das Startup als sich wird nicht gefördert, sondern nur konkrete spezifische Vorhaben. Natürlich ist die Abgrenzung von Routinemaßnahmen, wenn vor allem Forschung und Entwicklung oder vor allem Technologievalidierung in einer bestimmten Phase, ein Proof of Concept oder vielleicht auch weitere ausgereifte Phasen eines Startups erfolgen. Natürlich ist dieser Bezug, diese Abgrenzung von Routinearbeiten hier ein deutlich kleinerer als bei einem bestehenden Unternehmen, und dass die Routine bei einem Startup nichtsdestotrotz ein Geschäftszweck sein sollte und nicht die Forschung und Entwicklung. Das müssen Sie sich vor Augen führen und das müssen Sie auch darstellen. Das heißt, Sie haben natürlich auf der einen Seite ein Geschäftsmodell, eine bestimmte Idee, ein Geschäftszweck, den Sie verfolgen möchten mit einem bestimmten Produkt, und auf der anderen Seite haben Sie dann die technologische Entwicklung, die Sie vorantreiben möchten. Ja? Und das müssen Sie im Prinzip in dem Antrag dann in der Vorhabensbeschreibung voneinander abgrenzen. Prima. Dann noch eine weitere Frage, die so in Richtung Gründung und Förderung von Gründern durch das Forschungszulagengesetz geht. Können bei Gründerteams, wo keine Gehälter ausgezahlt worden sind, Opportunitätskosten als Gehalt angesetzt werden? Wenn ja, in welcher Höhe? Ja, also bei hier in diesem Fall könnte die sogenannte Mitunternehmerschaft greifen. Die funktioniert genauso wie die De Minimis-Regel, 40 Euro pro Stunde, maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche. Allerdings muss dazu noch Referenz geschaffen werden, denn bislang gibt es ja noch keine steuerliche F&E-Förderung, die schon tatsächlich angerechnet oder ausgezahlt wurde. Das heißt, es werden jetzt durch die Finanzverwaltung, sobald das Elster-Formular zur Verfügung steht, sobald die ersten Grundlagenbescheide auch an die Finanzverwaltung einlaufen, dann im Prinzip die Präzedenzfälle schaffen, dann den Ermessensspielraum auch ausüben und schauen, welche Art von
von Unternehmensarten dann tatsächlich und Aufwendungsarten dann tatsächlich auch bezuschusst werden können. Also wir haben ja noch keine praktischen Erfahrungen mit diesem Instrument, bis auf die Beantragung bei der BSFZ. Da haben wir natürlich schon ausschweifende Erfahrungen. Aber was die tatsächlichen Konstellationen bei der Finanzverwaltung angeht, dazu gibt es noch keine Praxis. Brauchen wir also noch mehr Erfahrung sozusagen. Mit der Zeit wird das ja dann auch kommen. Dann haben wir noch mal eine spannende Frage zur Einschätzung der Förderfähigkeit in einem konkreten Fall. Und zwar handelt es sich dabei um ein Spin-off eines Forschungsinstituts. Wir sind ein Spin-off eines Forschungsinstituts mit 5 Mitarbeitern. Über 50% unserer Personalressourcen fließt in Forschung und Entwicklung. Wir finanzieren uns aus dem laufenden Umsatz. Ist es realistisch, dass die Zulage hier bewilligt wird? Oder gibt es Größenmerkmale, die eine Bewilligung voraussichtlich verhindern? Ja, also das ist definitiv möglich. Ja. Also vielleicht wahrscheinlich spielen die Kolleginnen und Kollegen hier auf eine Nuance ein, die es in bestimmten Förderprogrammen gibt, wo es eine gewisse Plausibilität geben muss zwischen dem operativen Geschäftsbetrieb und einer plausiblen Darstellung von aus dem operativen Betrieb abstellbaren Ressourcen in Forschung und Entwicklung. Ja. Also es ist ja regelmäßig so, dass in bestimmten Programmen alles, was über 20, also alles, was über 30% der jährlichen Umsätze oder der Personalkapazitäten in einem Jahr nicht in Forschung und Entwicklung fließen dürfen. Ja. Das heißt, dann wird im Prinzip eine betriebswirtschaftliche Prüfung nicht standgehalten, wenn mehr als 20-30% in Forschung und Entwicklung fließt, weil man sich fragt, okay, wann halten Sie Ihren Geschäftsbetrieb überhaupt aufrecht? Ja, das ist beispielsweise beim Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand, bei Programmen des Wirtschaftsministeriums regelmäßig der Fall. Aber hier gibt es keine Grenze, keine Plausibilität im Sinne von, wir wägen hier Forschung und Entwicklungsaufwendungen gegen Geschäftsbetrieb ab und ziehen hier eine klare Grenze. Das ist hier nicht der Fall. Natürlich wird das bei Startups dann auch anders betrachtet werden als bei einem etablierten Unternehmen, auch dann eher anders auf Plausibilität geprüft. Und insofern ist das bei einem Spin-off natürlich jetzt nach meiner persönlichen Erfahrung und Einschätzung absolut plausibel, wenn 50% Forschung und Entwicklung ist. Könnte ein Pharmaunternehmen so auch klinische Studien fördern lassen? Ja, klinische Studien fördern lassen, wenn es klinische Studien sind, die sich mit Forschung und Entwicklung betreiben. Also wenn Sie jetzt irgendwie am Tiermodell ja bestimmtes Know-how erwerben möchten, ja, das sind bestimmte klinische Studien. Aber am Tiermodell wäre sogar präklinisch, aber wenn Sie immer noch neues Wissen erlangen müssen, wenn es immer noch nicht einfach nur die Zulassungsstudie ist, ja, die klinische Studie, die für die Zulassung erforderlich ist, dann könnte das sein. Aber alles, was mit Zulassung zu tun hat, alles, was mit im Prinzip dann größeren Probandenkohorten zu tun hat, um die Zulassung zu bekommen, ist dann nicht mehr Forschung und Entwicklung. Denn es geht hier tatsächlich darum, dass man immer noch Technologie-Know-how aufbaut, Technologie-Problemstellungen und Fähigkeitslücken schließt. Und das ist dann bei einer Zulassungsstudie, klinische Studie spätestens ab Stufe 2 und 3 dann in der Regel nicht mehr der Fall. Meistens sogar schon bei der klinischen Studie Phase 1 dann auch nicht mehr der Fall. Prima, dann haben wir noch. Aber wie gesagt, das ist nicht pauschal, sondern das spielen wieder die Qualitäten der und die Fragestellungen, ob Forschung und Entwicklung noch da eine Rolle spielt, ob technologische Fragestellungen da eine Rolle spielen. Und natürlich, wenn Sie jetzt hier von Zulassungskosten sprechen oder hier von einem Berater oder einem externen Dienstleister, der das auditiert, das ist alles nicht mehr förderfähig, ja. Das ist, sondern nur Ihre internen F&E-Personalkosten, die F&E machen und gegebenenfalls externe F&E-Kosten, die gegebenenfalls mit einer Vorbereitung einer klinischen Studie zusammenhängen können.
Dann hatten wir noch eine letzte Frage, die auf die Minimis-Regelung abzielt, aber da hatten Sie eben schon was gesagt. Deshalb denke ich, ist damit diese Frage zwischenzeitlich auch schon beantwortet worden. Andernfalls verweise ich sonst auch auf die Möglichkeiten, Herrn Pavelyev im Nachgang auch gerne natürlich nochmal zu kontaktieren oder auch auf mich zuzukommen. Prima. So, dann haben wir keine weiteren Fragen und Anmerkungen erhalten. Nach all dem, was wir heute zum Forschungszulagengesetz erfahren haben, möchte ich allen Unternehmen, die Forschungsvorhaben durchführen, unbedingt raten, die Antragsprüfung und die Möglichkeiten zur Antragsprüfung durch das Gesetz für sich prüfen zu lassen. Nutzen Sie die Chance, die das neue Gesetz auch Ihnen bietet. Wenn Sie noch tiefer in das Thema Forschungszulagengesetz einsteigen möchten, steht Ihnen Herr Pavelyev dafür auch zur Verfügung, und zwar am Donnerstag, den 18. Februar. Da haben Sie die Möglichkeit, die Fördermöglichkeiten Ihres konkreten Forschungsprojekts mit Herrn Pavelyev zu diskutieren, und zwar in digitalen 30-minütigen Einzelberatungen. Die Einzelberatung können Sie über einen Link buchen, den wir Ihnen auch schon mit der Anmeldebestätigung zu dieser Expert-Session zugesendet haben. Ja, ich möchte Ihnen, Herr Pavelyev, ganz herzlich danken, zum einen für Ihre Zeit, für Ihren Vortrag und auch die überaus kompetente Beantwortung unserer Zuschauerfragen. Es war großartig, Sie heute als Experte da zu haben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ein großer Dank geht auch an NRW Innovationspartner, die uns mit dieser Veranstaltung unterstützt haben. Wenn Sie die Inhalte der Expert-Session im Nachgang noch in Ihrem Kontaktnetz weiter teilen möchten, haben Sie dazu bei YouTube die Gelegenheit, da wir eine Aufzeichnung dieser Expert-Session auf dem YouTube-Channel von Köln Business hochladen werden. Im Veranstaltungskalender von Köln Business halten wir Sie über die nächsten Termine weiterer Expert-Sessions und anderer Veranstaltungen von Köln Business informiert. Köln Business ist auch auf LinkedIn, Facebook und Instagram. Folgen Sie uns auch dort, um immer auf dem Laufenden zu sein. Hat Ihnen unsere Expert-Session gefallen und haben Sie möglichst viel Neues für sich lernen können? Teilen Sie uns gerne Ihr Feedback mit, indem Sie sich an unserer Evaluierung beteiligen. Dazu haben Sie unter einem Link die Möglichkeit, den Sie im Nachgang von uns per Mail erhalten werden. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre wertvollen Inputs, die Sie mit Ihren Fragen zum Forschungszulagengesetz gesetzt haben. Und ich hoffe, Sie konnten möglichst viel Neues für sich aus unserer Expert-Session beziehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ein herzliches Auf Wiedersehen von Köln Business.